aber ich glaube, die am 6. Januar gespielte Kantate ist eine Inszenierung, eine schöne Inszenierung einer Darstellung von den Königen. Und man hat ja, wir haben das gespielt, ich habe das viel als Kind gemacht in der Kirche, die zu Weihnachten dieses Weihnachtsspiel in meiner Heimat im Erzgebirge und auch in Dresden gespielt, sehr große Inszenierung in der Kirche mit Auftritt der Hirten und Auftritt der Könige und so weiter. Und hier hat eben Bach so schon etwas ausprobiert mit der Instrumentation. Er wollte wahrscheinlich orientalische Klänge erzeugen, ein bisschen aus dem Morgenland die Musik nachmachen. Das hat überhaupt nicht geklappt, aber es ist wunderschön, es ist großartige Musik, aber es klingt nicht arabisch, aber er hat versucht. Der Eingangschor, der 12-Achtel-Takt, ist ja zum Beispiel auch in der Matthäus-Passion der Eingangschor, ist in einem 12-Achtel-Takt. Oder auch die Symphonia aus dem Weihnachtsoratorium, die große Hirtenmusik, ist auch ein 12-Achtel-Takt. Also ein prachtvoller Takt, der das pastorale Element hat. Aber es kann eben auch wie in der Matthäus-Passion so Erinnerungen wachrufen an eine Art Prozession, also eine Menschen, die einen Weg zurücklegen von A nach B. Und hier ist es sicherlich die Beschreibung einer Karawane, die durch entfernte Länder zieht, in Richtung Bethlehem zum Stall. Wenn es heißt, sie werden alle aus Saba kommen, da kommt eine 16-Figur, also viele, viele Schritte, viele Beine, die sich bewegen in Richtung Bethlehem. Und man hat schon die Erklärung, dass das so war, dass sie mussten in einen kleinen Stall gehen. Die Könige waren ja reich, die waren wohlhabend, die hatten Gold und Weihrauch und sie mussten in eine Krippe hineinschauen. Und das ist also dieses nach unten steigen ist permanent in der Partitur auch integriert schon, dann wird auch schon der Text erklärt. Ja da 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 di da 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 di da di da 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 da. Ja da 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 di da 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 di da 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 di. Ba da 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 da. Also diese Stelle, das muss ganz ruhig und sehr gut hörbar sein. Nochmal bitte gleiche Stelle. Wenn also der Eingangschor beendet ist, in prachtvoller Art und Weise mit einem Unisono, das kommt ja ganz ganz selten vor, Orchester, Chor, alle singen einstimmig, komplett in einer Melodie. Und dann kommt ein Choral. Und der Choral bedeutet, es ist jetzt, in diesem Moment ist es so, die ganze Gemeinde sitzt eigentlich jetzt auch dabei, wenn die Könige kommen und es soll jetzt aufgelöst werden, dass es eine historische Geschichte ist. Es soll eine Realität werden. Und der Bach schafft dann mit einem so unglaublich atmosphärischen Choral die Atmosphäre, intime Atmosphäre, dass man glaubt, man ist zur Zeit der Könige auch mit an der Krippe. Bei Bach ist es ja immer so, dass die sieben Stücke, eine Kantate mit sieben Stücken hat immer eine Mitte. Dann ist immer die Mitte ist das Zentrum, die vierte Nummer ist das Zentrum und dann ist eine Symmetrieachse immer jedes Mal. Das ist hier auch der Fall. Das Thema ist dann, was sollen wir denn jetzt machen?
der normale Mensch, der kein Gold hat, kein Weihrauch und keine Myrrhe. Und dann kommt eben eigentlich nur noch ein Thema, dass man sich selber schenken soll. Also man soll sich verschenken. Und das ist ja für mich ein Gedanke, der begeistert mich schon sehr lange, dass man sich selbst für würdig erachtet als Geschenk. Das ist ja großartig. Das würde ja bedeuten, dass man sich selbst auch akzeptieren muss, dass man erstmal mit sich im Reinen ist. Und das ist ein ganz großer Inhalt, der hier abgehandelt wird. Und das wird dann für die Leipziger Gemeinde aber so einfach erklärt, dass es jeder versteht. Es wird dann erstmal gesagt, das Gold, das ist einfach nicht, das ist nicht gut genug, sondern er will das Herz haben. Jesus will das Herz erhaben, schenke dies dem Christen Scheid zu dem neuen Jahr. Und schließlich singt der Tenor dann noch einmal in einer prächtigen Arie mit Hörnern und mit Flöten und Oboen, dass er sich selbst verschenken möchte. Das ist eigentlich die gesamte Kantate, die eben in sonderbarer Weise Klänge produziert oder uns produzieren lässt, die wir sonst von Bach gar nicht kennen. Und das ist ein Klangfarbenstück. Bin ich hier zu